Ja, willkommen zurück. Wir gehen mal hier auf Fahrzeuge und schauen mal Richtung TVP Auszeichnungen. Wir sind hier bei knapp 72%. Ich war gestern oder vorgestern bei 78%. Dann gab es zwei, drei schlechte Spiele und schon fällst du um mehrere Prozent. Aber der TVP wäre eventuell ein Zehner, wo ich auch die zweite Gunmark irgendwann erreichen kann. Aber wie gesagt, ich muss auch, ich bin so ein Typ, ich kann es mir nicht verkneifen, auch taktisch zu spielen. Aber normalerweise müsste man einfach nur auf Damage spielen, wenn man die Gunmark haben will. So, wollen wir mal drei oder vier Runden spielen für euch und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Es ist Freitag. Normalerweise müsste man jetzt Platoon spielen, damit man nicht so auf die Mütze bekommt. Gucken wir mal. Ja, die Wasserseite ist mal wieder unterbesetzt, beziehungsweise die Mitte, weil alles wieder in der Stadt rumgammelt. Ultra nice, Alter. Alles gammelt in der Stadt, alles. Einfach alles. Hallo, hier, die Mitte. Hallo, ihr, hier, hallo, hier, da. Ja, da weißt du nicht, sollst du die Mitte machen, sollst du die Wasserseite machen, was sollst du denn machen? Oh Gott, ey. Alles stopft sich in die Stadt rein. Als gibt's da irgendwie eine Suppe umsonst oder so. Alles gammelt in der Stadt. Ja, als ob der gerochen hat, dass ich da bin. Und plus noch den Motor noch mit zerstört. Geiler Typ, Alter. Oh, gehen wir mal auch in die Stadt gammeln, wa? Null Reaktion, ne, vom Team, ne? Dass da in der Mitte alles zusammenbricht, interessiert keinen. Alles stopft sich in die Stadt. Und das Schlimme ist, die verlieren auch noch die Stadt. Das ist ja noch das Geile.
Also würden die wenigstens da in der Stadt mal was gebacken kriegen, hätte ich gesagt, okay. Aber mit 12 Panzern in die Stadt und dann noch verlieren, weißt du, ist schon die Härte. Mann, wann ist mein Rap-Kit wieder da? Es ist ja nicht auszuhalten, ey. Ach ja. Ja, und das sind dann solche Runden, die dich dann komplett aus der Bahn schmeißen, weißt du? Was willst du machen als Autoloader ohne Hilfe? Du musst nachladen. Ja, und 10, 11 irgendwelche Deppen stopfen sich in die Stadt und die Mitte und die Wasserseite ist komplett frei. Was willst du denn da machen, Alter? Genau die Runden schmeißen dich dann wieder voll nach hinten so. Jetzt waren wir bei 72%, gucken wir mal, ne? Um wie viel Prozent wir da gefallen sind. Guck dir mal dieses Lappen-Mysterium mal rein, Alter. T-54 Light 0, Panzerkampfwagen 7-0, T-30 0, Objekt 7040, Arti, naja. Was willst du machen, ne? Da hast du Top Damage und fällst trotzdem, oder was? Gucken wir mal. Falscher Panzer war. Oh, ich bin sogar gestiegen. Okay. Ach ja. Ist halt Wochenende, ne? Ist nicht einfach. Fährt mal wieder keiner in die Stadt, oder was? Hallo E100, hallo, du musst in die Stadt. Beweg mal deinen useless Arsch. Guck mal, wie die da oben rumgammeln. Guck dir die mal an. Oh Gott, ey. Wochenende in World of Tanks. Alles AFK-Bot, Alter. Alles. Guck dir die mal an. Guck dir die mal an. AFK-Bot-Camping. Ja, genau. Und der sniped mit einem Badger 12-Tonner. Mein Ammo-Rack kaputt, Alter. Und ich treffe den mit dem ganzen Magazin nicht.
Der war gut, ey. Alles campt da hinten in der Ecke. Guck dir diese Lappenköpfe mal an. Unfassbare Noob-Camper, Alter. Kannst du machen, was du willst. 7 zu 1. Es wird immer geiler, Alter. Es wird immer besser. Unfassbare Noobs, Alter. Kannst du machen, was du willst, bringt alles nichts. Kannst du Damage raushauen, wie viel du möchtest, Alter. Wenn dein Team einfach komplett Bot AFK ist, kannst du in die Tonne kloppen. Bringt nix. Bringt alles nix. Unfassbar. Unfassbar, Alter. Da kannst du Großkaliber machen und verlierst trotzdem Haus hoch. Alle komplett AFK-Bot oben in der Ecke. Habt ihr das gesehen? Alle. Alle Spacken da oben in der Ecke AFK-Bot. Was macht die Arti denn jetzt, Alter? Was wird das? Geh doch einfach sterben. Spiel ist vorbei. Junge, ich brauch meinen Panzer wieder. Was für unfassbare Noobs, Alter. Unfassbare Noobs, Alter. Schon wieder 10 Panzer ohne Damage hier wahrscheinlich, wa? Unfassbar. Merkt richtig, dass Freitag ist, Alter. Alles wieder online. Opa, Oma, Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, guck dir den mal an.
Was ein Spacken, Alter. Ey, was ist los mit euch? Ey, original, du merkst, dass Freitag ist, ne? Du merkst einfach das geistige Niveau der Spieler Freitag bis Sonntag, merkst du einfach, alle Spacken sind online. Weißt du, ich muss auf die Schnelle auf meine Position, ja, damit ich zum Beispiel den abfarmen kann. Werd erstmal vom eigenen Team da weggeblockt und komm dann zu spät und kann dann kein Magazin leer machen, weißt du? Original, Junge. Guck mal, der steht, ne, und keiner schießt auf den. Der steht einfach, ne, keiner schießt. Das ist der Knaller. Ja, beinahe wäre ich geteamkillt worden vom eigenen Mann. Unfassbar, Mann. Du kannst Damage machen, du kannst Action machen, du kannst spotten. Bringt einfach nichts. Guck mal, die da oben, ne? Die kriegen es nicht hin, da mal den Dings da zu pushen, ne? Das kriegen die nicht geschissen. Ist zu hart für die, weißt du? Das ist viel zu hart für die. Kriegen's nicht gebacken, Alter. Kriegen's nicht gebacken. Mal daneben und dann am Ende gebounced. Ey, Junge, RNGesus, Alter, sag ich nur. RNGesus.
Konnte ich noch ein Magazin anbringen am Ende. LOL! Hä? Wie jetzt? Wieso habe ich 300 Teamkill? Hä? Wo habe ich denn da irgendjemanden getroffen? What the f... Was zur Hölle, Alter? Hä? Naja, ist ja auch egal. So, Wehrpass, Fahrzeuge. TVP, Auszeichnungen. Ja. 73,5. Alter, ey, du brauchst so einen hohen Durchschnitt beim TVP. Also, da musst du pro Runde 5000 Damage mindestens machen, damit du auf die zweite Gunmark kommst. Das ist brutal, Alter. Mit dem Ding musst du richtig Damage raushauen. Ich will gar nicht wissen, was man braucht für die dritte Gunmark. Bestimmt einen Durchschnittsschaden von 6.500-7.000 oder so. Ne, mein Leckerli, ne? Mein Schnuckelhase. Ja, und das Problem ist, wenn du, sobald du eine schlechte Runde hinlegst, fällst du um etliche Prozent runter, ne? Mach mal, du fährst in irgendeine Falle. Stirbst mit 500 Damage, schon bist du wieder im Keller. Er darf's wieder von vorne anfangen. Also du musst wirklich zig Gefechte mega gut fahren, damit du überhaupt auf die Gunmarks kommst. Oh, cool. Da wird schon Teamkill gemacht. Oh, nice, nice. Habe ich wieder das Deppen-Team erwischt. Beschießen sich schon wieder gegenseitig. Halleluja, es ist Freitag. Man merkt's einfach so deutlich. Nur Spasalacken online. Ich fahre bestimmt nicht jetzt mit dem TVP alleine runter, kannst vergessen. Ja, da kommen die Blindshots, habe ich auch keinen Bock drauf. Kriegst du auf einmal so eine fette Schelle von so einem TD, dann bist du weg vom Fenster. Die ersten sterben da an der Front. Runterfahren ist absolut tödlich, aber gut. Was willst du machen?
bin ja kein Scout, ich bin ein Autoloder, ja. Das kommt dabei raus, wenn man auf El Aluf runterfährt. Kommt halt nichts Anständiges bei rum. Ja, das ist wieder so eine Runde, die wird mich komplett nach hinten schmeißen, ne? Warum? Weil ich hier Leuten helfen will, Damage zu machen. Ja, so eine Scheiße kommt dann dabei raus, ne? Liebe Kollegen, ich bin kein fucking Scout. Ich bin ein 10er Autoloader und ich fahre ungern runter, weil genau diese Scheiße dabei rauskommt. Vor allen Dingen von der Seite hast du irgendwie nur komische offene Hügel zum Dings. Und gegen zwei Badgets. Ich habe Glück, dass die andere Badget nicht hier unten war, sonst wäre ich noch schneller gestorben. Die beschießen sich alle gegenseitig. Naja, Spiel ist verloren, ich werde wieder um Prozente runterfallen. Und so geht das dann, ne? Eine schlechte Runde und schon fällst du wieder um etliche Prozent. Und ich kann euch eine Sache garantieren, ne? Wäre ich da oben stehen geblieben, früher oder später hätte mir der FV irgendwie einen Teamkill verpasst oder irgendeine Arti oder so. Das ist, kannst du vergessen. Und am Anfang beschießen sich irgendwelche Deppen gegenseitig. Ja. Egal, zieht euch die Links in der Videobeschreibung rein, ja, Facebook, Twitch, Instagram und mein Kraftsportkanal findet ihr alles in der Videobeschreibung. Lasst mir ein Abo da, liken, kommentieren, wir sehen uns, bis dann, ciao.